Hallo, ich bin Markus und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr verschiedene Zeitslots für einzelne Tickets bzw. bei Veranstaltungen einrichten könnt. Ihr habt zwei Möglichkeiten, die Zeiten für diese Slots einzustellen. Zum einen unter Einstellungen, Vorlagen und dann in den Preistemplates. Dort könnt ihr das einstellen, beziehungsweise dann auch direkt in der Veranstaltung. Dazu geht ihr zur Veranstaltung, wählt die entsprechende Veranstaltung aus und geht dann auf Tickets bearbeiten. Hier oben könnt ihr dann auswählen, für welchen Tag ihr die Tickets bearbeiten möchtet. Und wir gehen nun einmal hier auf Edit beim Normalpreis. Und gehen dann hier auf More Options und wählen dann hier aus einmal Conditional ist Primary und wählen hier aus Enforce Time Ticket. Dies sagt aus, dass ein Zeitslot gewählt werden muss, um die Buchung abschließen zu können. Wir speichern das Ganze nun einmal und wählen jetzt hier einmal Add New Ticket, fügen ein weiteres Ticket hinzu. Mit 0 Euro verfügbar ist das Ganze 10 Mal. Geben noch hier einen Namen. Fügen das Ganze einmal hinzu und gehen dann nochmal auf die Bearbeitung auf More Options. Und wählen nun hier aus, ist Secondary. Können dann hier entscheiden, dass es zuerst ausgeblendet ist und erst, wenn ich den Preis auswähle, es dargestellt wird. Oder dass ich entscheiden kann, es ist schon sichtbar, aber erst dann buchbar, wenn ein Ticket ausgewählt worden ist. Das speichern wir nun einmal, gehen wieder zurück und wählen hier bei Specials Timed Entry aus. Nun öffnet sich eine weitere Maske. Und wir können nun die Zeit auswählen. Wir haben hier 12 Uhr, die Minuten, und haben dann die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir diese Zeit dem Hauptpreis zuordnen möchten oder ob wir zu dem Hauptticket noch ein weiteres Ticket mit einem Timestamp einrichten möchten. Bedeutet, ihr habt zum Beispiel einen generellen Zutritt zu einer Messe oder zu einer Ausstellung und habt noch einen Spezialraum, wo irgendwas Besonderes angeboten wird, wo ihr dann den eigentlichen Zeitslot verkaufen möchtet oder zuordnen möchtet. Dann könnt ihr sagen, Create a New Time Ticket, dann bekommt ihr ein zweites Ticket, das dann für diesen speziellen Raum oder für diese spezielle Ausstellung gilt. Wir fügen dies hier nun einmal dem Hauptticket hinzu, sagen jetzt hier noch eine Dauer, wie lange geht das Ganze, sagen jetzt hier 60 Minuten und speichern das Ganze dann einmal. Wir haben nun hier ein Time-Ticket und können jetzt nun hier weitere hinzufügen, einfach wieder über Add. General und wählen dann wieder die Verfügbarkeit aus. Und die Uhrzeit sind wieder 10 verfügbar. Fügen das hinzu. Bearbeiten das Ganze wieder. So, jetzt hatte ich das, was ich schon bereits bearbeitet habe. Gehen hier auf More Options, wählen auch hier wieder, haben wir das gleiche, Visible, gehen zurück und wählen dann hier zum Beispiel jetzt 13:30 Uhr aus. Wieder mit der Dauer von 60 Minuten und speichern das Ganze. Wir haben jetzt hier einen anderen Namen, wir können jetzt hier nochmal den Namen auch bearbeiten in 13 Uhr. Das könnt ihr
definieren, wie ihr möchtet. Machen wir gleich 13.30 Uhr am besten. So, wenn wir das nun einmal hier erstellt haben, können wir nun in den Online-Shop gehen, hier einmal aktualisieren und gehen jetzt hier auf Ticket kaufen und haben dann hier die Möglichkeit, das auszuwählen. Die entsprechende Zeit dazu. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen schöner zu machen, können wir jetzt hergehen, die Sortierung noch ein bisschen ändern und gehen dazu, schieben das Ticket, das nicht dazu gehört, jetzt an die Position 5, das heißt dort runter. Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, dann sehen wir jetzt, dass diese Zeit auch direkt unter dem Ticket steht, so wie sich das gehört. Wir haben nun auch die Möglichkeit, uns einmal das anzuschauen, wie das aussieht, wenn das Ganze nicht dargestellt wird. Dazu gehen wir einfach noch mal auf More Options, machen nun einmal Hidden. Uns jetzt nochmal das Ganze anschauen, sehen wir, dass die Zeiten nicht da sind und erst wenn wir hier ein Ticket auswählen, kommen die Zeiten, können ausgewählt werden und dann auch in Warenkorb gelegt werden. Und sehen dann hier das, was wir gebucht haben, den Besucherpass Normalpreis um 12 Uhr und können die Buchung dann ganz normal abschließen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren.